Also, wir joggen nochmal nach Silbertal hinein. Weißt du was? Da kann ich natürlich auch einfach den Teleporter benutzen. Das geht ja viel schneller. Hallo, all ihr Silbertaler. Wo seid ihr denn? Loik, hast du irgendwas Neues? Einige Fragen zu den Marktlosen. Sprechen wir über meinen Beitritt? Richtig, die Prüfung. Ich werde euch drei heiligen Prüfungen unterziehen. Doch selbst wenn ihr auch nur bei einer von ihnen versagt, so seid ihr der Liebe der Göttin nicht würdig. Bin ich bereit? Ich sag einfach mal, ich bin bereit. Ich bin bereit. Gesegnet sei eure gewillte Seele. Lasst uns beginnen. Erste Frage. Zu Ehren der Göttin muss das Blut rot werden, was eins von den Sternen abstammte, richtig? Ja, klar. Das ist richtig. Zweite Frage. Das Blut des höheren Wesens sollte verwendet werden, um den Geringen zu dienen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, richtig? Nein, das ist falsch. Das ist definitiv nicht richtig. Dritte Frage. Nur diejenigen, die am Vergießen des Blutes teilgenommen und dabei den lebenden Stein erschaffen haben, den Stein vollgesagt mit Blut, dürfen Marklose genannt werden, richtig? Ja, ich glaube schon, ja. Sehr erfreulich, ja sogar sehr beispielhaft. Ernsthaft? Ich habe das alles drei richtig geraten? Ihr habt die Worte der Göttin verstanden und ich erachte euch als würdig genug für die wahre Prüfung, denn nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Marklosen. Ich hab alles drei geraten, ich schwör's. Nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Marklosen. Und was ist die wahre Prüfung? Wer sind die Marklosen eigentlich? Das haben wir schon erzählt. Und mehr über die Mittlerin und über die Göttin haben wir auch alles schon erzählt. Was ist denn diese wahre Prüfung, von der ihr gesprochen habt? Um ein Markloser zu werden, müsst ihr sowohl den Segen als auch den Fluch der Göttin erleben. Verlasst Silbertal und nehmt den Weg Richtung Westen. Folgt ihm zu dem Ort, an dem der Wind heult und ein großer Schädel aus dem Felsen hervorragt. Dort werdet ihr sie finden, die Höhle und die wahre Prüfung. Nach Westen, wo ein großer Schädel aus dem Felsen ragt. Wachen der Marklosen versperren den Weg. Aha, aber sagt ihnen, dass ihr meinen Segen habt und sie werden euch passieren lassen. Aha, aha, dann lassen die Wachen mich passieren. Gebt jedoch acht, die Straße wimmelt nur von Gräueln und euer Mut wird wirklich auf die Probe gestellt, bevor ihr überhaupt zur Prüfung der Göttin kommt. Ich lege euch nahe zu trainieren, bevor ihr euch auf diesen tückischen Pfad begebt. Good luck, Seeker! I shall await you in the Chamber of Blood! Ah, die Kammer des Blutes, natürlich. Wo auch sonst. Und jetzt hauen sie alle ab. Wo geht ihr denn hin? Habt ihr irgendwas vor? Die guten alten Minenarbeiter. Die machen auch immer gute Miene zum bösen Spiel. Pass auf. Ich gehe einfach mal den Weg zurück. Und schaue, wohin es mich führt. Jetzt sollen die mich ja passieren lassen. Die Gesellen mir. Er sagte, ich soll vorher trainieren, aber wo soll ich denn noch trainieren? Hier ist ja nichts mehr, nicht mehr viel zum Trainieren. Da ist nur noch die komische Ork-Horde, die zu viel für mich ist. Ich müsste für die Ork-Horde trainieren. So rum wird ein Schuh draus. Bewegt eure Ärsche. Ich mache mal einen kleinen Quicksave. Auf den sollte man nie verzichten in diesem Spiel. Und dann lasst mich mal durch. Hier. Well, hello there. In ihrem heiligen Namen, halt! Ihr dürft diese Straße der Makellosen nicht passieren. Wieso lasst ihr mich nicht passieren? Pass auf, ich habe die Wissensprüfung bestanden und dafür den Segen von Loik erhalten. Ah, ihr habt die Aufgabe bestanden. Das bedeutet, ihr seid auf dem Weg zu eurer wahren Prüfung. Glückwunsch, Eingeweihter. Bitte fahrt fort. Aber seid wachsam. Dort im Sand lauern heimtückische Kreaturen. Findet den Steinschädel, aber wagt euch nicht weiter. Es sei denn, ihr möchtet Feinden entgegentreten, die schrecklicher sind als jene aus euren schlimmsten Albträumen.
Denkt ihr denn, ich bin stark genug, den Weg zu überleben? Es ist doch keine Schande, euch gut auf die Prüfung der Göttin vorzubereiten, mein zukünftiger Freund. Achtet auf meine Worte. Testet eure Stärke zuerst in einfacheren Kämpfen, bevor ihr fortschreitet. Until we meet again. Es gibt leider keine einfacheren Kämpfe mehr in der Nähe. Daher muss ich fortfahren. Und wenn ich scheitere, dann werde ich das Spiel einfach deinstallieren und nie wieder davon sprechen. So einfach ist das. Ich nehme auch eure Glibberpilze mit. Warum liegt da ein Meisterschütze zu pennen? Ich will die mal nicht stören, sonst werden die noch sauer. Oh, ein Kaninchenbau. What have you got stashed in here, Mrs. Das Cottontail? Das Kaninchen hat was. Eine Schrift voller tödlichen Sporen und eine abgerundete Schuppenrüstung. Besser als nichts. Wie das Kaninchen diese Schuppenrüstung denn da reingeht? Oh, da liegt eine Trollleiche. I suppose we'll be spared the troll toll this time around. Better a toll than being spun into dinner. Hallo, toter Troll. Wurde da von einer Spinne eingespinnt. Also dieses Spinnengewebezeug. Hier muss irgendwo eine riesige Spinne sich tummeln. Und ich bin nicht besonders scharf drauf, sie kennenzulernen. Oh, aber da ist Ralphie. Ist das der Bruder von Alfie oder wie? Hier weht zumindest ein Wind. A tempest of dust. What happened to the lush forest of Lacuna? These high plains seem a far more treacherous landscape. Kadraskas geht mir aus den Augen, menschlicher Abschaum. Von eurem Gestank wird mir ganz schlecht. Wer oder was seid ihr? Zisch! Ich würde mir Kadraskas nicht zum Feind machen, Schweinehaut. Hast du mich alle Schweinehaut genannt? Außer, wenn ihr unbedingt meine Legion achtbeiniger Freunde kennenlernen wollt. Eher nicht. Wenn ihr kein Interesse daran habt, die besten Goblin-Waren von ganz Rivelon... Ich kann das mit diesem... von ganz Rivelon zu kaufen, dann würde ich jetzt gerne woanders hin, wo euer Gestank meine Nase nicht beleidigen kann. In dieser Gegend gibt es also Spinnen? Ja, Schweinehaut, sie beherrschen dieses Gebiet, außer das Goblindorf natürlich, aber wir wissen genau, wie man mit der Spinnenkönigin umgehen muss. Dieses Wissen ist ziemlich wertvoll in diesen Breiten, wie ihr sicher noch herausfinden werdet. Obwohl ich denke, dass ein Sack Gold von etwa 1300 Münzen mich dazu bringen würde, meine Informationen weiterzugeben. Kann ich dir schmeicheln? Wenn ihr mir erzählt, was ihr wisst, dann wäre ich dazu geneigt, sogar mehr als 1300 Goldstücke für eure Waren auszugeben, guter Händler. Das wäre ich womöglich tatsächlich nicht. Stein. Ha. Stein. Ja. Komm, noch einmal. Stein. 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 Oh, komm. Das war dreimal hintereinander. Mist. Ich bin nicht so ein leichtgläubiger Dummkopf, Schweinehaut. Ihr werdet schon sehen, was euch 500 Goldstücke bringen, wenn die Spinnenkönigin euch erstmal in ihren Fängen hat. So long. Nein, ich will. I'd love to set mother upon this cruel his beast. Gibt es einen Weg um diesen Sturm herum? Hey, hat die große Schweinehaut etwa Angst vor ein wenig Wind und Stau? Es freut mich, euch mitzuteilen, dass das hier der einzige Weg nach draußen ist. Und ich kenne nicht viele Außenstehende, die die andere Seite dieses Sturms gesehen haben. Ihr seid also ein Goblin? Das ist seltsam, Schweinehaut. Wie kann jemand, der so widerlich und dumm ist, die Zölle der zahlreichen Brücken von Lucuna umgehen? Ihr müsst wohl der Schoßhund von König Gungir sein, nicht wirklich. Aber um eure dumme Frage zu beantworten, ja, ich bin ein stolzer Goblin und biete deshalb auch undankbaren Schweinehäuten wie euch die beste Ausrüstung an. Wirklich? Tust du das? Was hast du denn so? Ein bisschen Gold, ein bisschen Kram. Krasse Waffen hast du. 43 bis 86, sagst du? Aber ich habe natürlich noch verstummt und vergiftet, kann ich verursachen. Das ist ziemlich gut, muss ich sagen.
Weißt du was, ich handle mal nicht mit dir, weil du so ein Arsch bist. So, bist du selber schuld. Sonst hätte ich dir alles abgekauft, aber weil du so ein Arsch bist, gehe ich jetzt zu dieser Truhe hier. Und guck mal, ob da was umsonst für mich drin ist. Das wäre ja viel schöner, als was von dir zu kaufen. Guck mal, eine Axt und Armschienen. Natürlich noch nicht identifiziert. Die müsste ich mal weitergeben an jemanden, der sie infizieren kann. Hier, du zum Beispiel, infizier die doch mal. Okay, die geht an ihn und die... Spielen plus 1 ist praktisch, das behältst du mal. Ja, was ist mit dieser Axt? Macht ordentlich Schaden, ne? Ist ja so. Aber braucht mehr Aktionspunkte zum Angreifen, weil Stufenunterschied. Das ist nicht so gut. Wie verlangsamt? Seid ihr wieder durch irgendeinen Schmodder durchgelaufen da, oder was? Und wo kommt dieser Sandsturm her? Mitten im Wald? Das ist doch auch nicht normal. Hier stimmt doch was nicht. Oh, ein Spinnenei. Oh, Spinnen. Sandwitwe. Und Spinnenkult. Schicksalsspinner. Natürlich, klar. Die spinnen doch. Irgendwie wird das hier nicht gut verlaufen. Ist so mein Bauchgefühl. Kann ich das Spinnenei angreifen? Ah, das kann ich offensichtlich. Schon beginnt der Kampf gegen ein Spinnenei. Gönnt sich ja sonst nichts. Jetzt verfehlt das Ding doch nicht dauernd. Was ist denn los mit euch? Jetzt lasst das Spinnenei doch nicht angreifen. Sofern Spinnenei ja angreifen können. Es kann platzen und es kommt eine fette Spinne raus. Das ergibt auch auf gewisse Art und Weise Sinn. Ah ja, und sie vergiftet uns. Und bohrt sich in den Boden. Kannst du mal damit aufhören? Hier, hast du einen Pfeil. Verfehlt. Verfehlt. Jetzt treff das Ding doch mal. Und du brauchst 5 Aktionspunkte, um einen Schritt zu gehen und das Ding zu hauen. Ich glaube, es geht los. So, du triffst jetzt aber, oder? Ja, macht aber kaum Schaden. Alle verlangsamt. Warum seid ihr so verlangsamt? Das Ding kotzt noch mehr Gift. Ah, verfehlt. Glaube ich, werde nur verfehlen. Was anderes scheint hier gar nicht möglich zu sein. Oh, getroffen. Bin überrascht. Rambock. Niederschlagen, fehlgeschlagen. Schade. Kannst du das Ding einfrieren? Nein, aber unterkühlen. Das ist ja mal ein Anfang. Und es bohrt sich in den Boden und es bohrt sich wieder raus und es spuckt Gift. Genau. Wäre ja auch traurig gewesen, wenn nicht. Da hätten wir uns alle gefragt, warum spuckt sie kein Gift auf uns? Mag sie uns nicht mehr? Feuer frei. Ha, zumindest mal getroffen. Man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Zum Beispiel, wenn ein Pfeil mal sitzt. Ja, immer drauf auf das Mistvieh. Verdammt, ein giftiger Sandspinnling. Der spinnt doch und ist voll Sand. Und gräbt sich wieder rein und gräbt sich wieder raus und spuckt wieder Gift. Jawohl. Wie ein Uhrwerk. Oh, schon wieder verfehlt. So kann man ja gar keine Kämpfe führen, wenn die es immer daneben geht. Ah. Manno. Die müssen wir ordentlich treffen hier. Ja, das zum Beispiel war ein eher lahmer Treffer, aber er hat getroffen, immerhin. Man muss über die kleinen Dinge froh sein. Behaupte ich.
mich eigentlich gespeichert, bevor ich dieses Spinnenei angegriffen habe? Weil ich mir gerade meines Sieges nicht so ganz sicher bin. Was daran liegen könnte, dass die ständig verfehlen. Triff doch mal. Ja, so. Siehst du, das bringt sogar was, wenn du triffst. Du musst halt nur treffen. Jawohl. Und gleich nochmal. Ja. Siehst du, so kriegen wir sie klein. Jetzt kriegt ihr es hin. Hoffe ich. Und sie bohrt sich wieder in den Boden. Wo kommt sie diesmal raus? Ach, da vorne, wie immer. Diese Spinne scheint mir ein Gewohnheitstier zu sein. Hat nur einen Move drauf und der wird immer wiederholt. Gut, ich habe ja auch nur den einen Move. Angreifen. Der wird auch immer wiederholt. Ja! Komm, jetzt noch einmal drauf kloppen. Yeah! Wir haben mit größter Mühe eine einzige Spinne besiegt. Ist das nicht wundervoll? Ja, ihr möchtet heilen. Wie? Jetzt ist sie verreckt? Eine Millisekunde, bevor ich den Heilzauber anwenden konnte. Ernsthaft? Mann, oh. Ich habe doch noch ganz viele Wiederbelebungsrollen. Ich hatte doch mal einige gekauft. Wo sind die denn? Da! So, pass auf. Du schiebst mal ein paar an den weiter. Wer braucht die? Oder eine an den. So, den beleben wir denn da mal wieder. Überraschung! Liebe! Liebe! Und dieser Sandsturm verlangsamt euch, das ist sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Wir müssen mal die Heilparade wieder anführen. Mann, Mann. Ich glaube, ich bin hier echt noch ein bisschen schwach für diese Gegend, aber... was soll ich denn sonst tun? Ich habe doch keine andere Wahl. Einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Glaube ich, brauche mal was Besseres als geringe Heilung, habe ich so das Gefühl. Wenn man sie mit einem Heilzauber gleich komplett heilen könnte, das wäre natürlich super. Aber das scheint es ja nicht zu geben. Noch. Ich sage noch. Gleich mal selber heilen vielleicht, dann sparen wir einen Heilzauber. Ja, siehst du, da heilst du dich schön selber. Und zusätzlich möchtest du noch dein Schwert mal reparieren lassen. Von der guten Rittersport, die kennt sich ja aus und sowas. Zack, und einmal schnell speichern. Weil es so schön ist gerade. Was? Habt ihr gerade was gehört? Da wächst Veredler. Da ist eine Metallmine, aber die brauche ich gerade, glaube ich, nicht. Was haben wir hier oben? Ist das die Schädelhöhle? Das ist doch die Schädelhöhle. Soll ich erstmal hier einmal kurz schauen? Da ist auch noch irgendein Stein. Nee, ich gehe gleich hoch zur komischen Schädelhöhle. In der Hoffnung, dass ich dort nicht sterbe. Ich bin ja ein Optimist.